Herr, mehr konnte ich nicht finden. Ein Brief? Was steht da drin, Ratzig? Neben Jagdausflügen, Gelagen und Kämpfen findest du bestimmt Zeit fürs Studium, alter Mann. An den Höfen von Prag kann heutzutage jeder Hinz und Kunz lesen. Naja, hier bei uns auf dem Lande kümmern uns solche Sachen nicht mal ein Furz, Ratzig. Außerdem habe ich dafür sowieso einen Schreiber. Also, was steht in dem Ding? Offenbar hat Tostas geschrieben. Es wird kein Adressat genannt. Nur, dass alles streng nach Plan verläuft und die Burg bald eingenommen sein wird. Burg? Welche Burg? Wozu braucht er denn eine Burg? Herr, wir haben den da geschnappt. Es scheint ganz so, als sei er kein gewöhnlicher Speerträger. Wo ist Tost, diese Ratte? Wohin ist er gegangen? Sprich, verflucht! Er hat euch wieder überlistet, oder nicht? Wenn du dich klug anstellst, kommst du vielleicht sogar davon. Wo ist dein Herr? Gestern war er noch hier. Kommt schon, Herr. Wir beide wissen doch, wie das hier enden wird. Mein Herr ist weg und nahm einen Großteil der Männer mit. Wo ist er? Was hat er vor? Er schreibt hier davon, eine Burg zu erobern. Welche Burg? Eine Feste nicht weit von hier, welche völlig unbewacht ist, welche das wohl sein könnte. Was sagst du da, du Hurensohn? Hallenberg. Ist er nach Hallenberg gezogen? Ihr werdet ihn nie kriegen. Niemals werden. Was denn? Hattet ihr vielleicht vor, ihn in irgendein Kloster zu schicken, damit er Mönch wird? Ich denke, wir haben zu tun, Herr Divisch. Habe ich recht? Aufsatteln, meine Herren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich grüße euch. Es gab einen Hinterhalt. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir haben hier Verwundete. Öffnet das Tor. Möge Gott mit uns sein. Heia! Na los! Vorwärts! Herrin Stephanie, es ist nicht klug, wenn wir... Herrin? Schneller, Männer! Reitet schneller! Meine Männer sind schwer verwundet. Ohne Versorgung werden sie den morgigen Tag nicht erleben. Feuer! Feuer! Sei unbesorgt, wir kümmern uns um sie. Herrin, ich spreche euch meinen aufrichtigen Dank aus. Gott euch für eure Güte belohnen. Jeder Christ sollte seinem Nächsten in der Stunde der Not zu Hilfe eilen. Wohl wahr. Ganz besonders zu dieser Zeit, in der Verrat und Täuschung allgegenwärtig sind. Macht schon, Männer! Wenn der Teufel in den Schatten lauert. Kommt schon! Man sich fürchten muss, Gäste in sein Haus zu lassen. Das Zeichen!